Hallo Leute, in diesem Video möchte ich ein Thema ansprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Welches Bild haben Europäer über Afrikaner? Und umgekehrt, welches Bild haben Afrikaner über Europäer? Ich bin Masi und schön, dass ihr zugeschaltet habt. Fast in jedem NGO-Flyer findet ihr ein Bild von Kindern, am besten Nacht, verhungern, riesenbettelnde Augen, Riesenbäuche, die Nase läuft. Und ja, fast hätte ich vergessen, die fliegen ringsherum. Zumindest bei den kurzen Clips, die angezeigt werden. Solche Bilder lösen natürlich Emotionen aus. Warum werden die sonst angezeigt? Man soll ja spenden. Oh je, die armen Kinder. Also Mitleid. Man soll spenden. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Abhängigkeit, es geht um viel mehr als Entwicklungshilfe. Die Bilder sind so herzerreißend, dass am besten schon gestern man möchte dort sein, um diesen armen Kinder zu retten. Um diesen Frau mit riesen Gepäck am Kopf, ein Kind am Rücken, etwas ein Gepäck wegzunehmen. Um diesen Mann, der 20 Kilo Bananen hinter einem Fahrrad auf dem Berg hochschiebt, um diesem Mann zu helfen. Tja, genau dieses Bild haben die Europäer über Afrikaner. Es ist und bleibt ein Krisenkontinent. Die Medien sorgt dafür, dass solche Bilder nicht aus den Augen verschwinden. Man weiß ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Einige glauben sogar, dass Afrikaner nicht wissen, was sie machen oder was sie tun. Zum Beispiel, als es debattiert wurde, die Raubkunst der Afrikaner zurückzugeben. Ein gewisser Didier Reigner, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Namen richtig ausspreche. Jedenfalls der Managing Director of the Art Tribune, hatte wortwörtlich gesagt, sie wurden zu Kunstwerken in Museen gemacht, weil die Europäer sie Kunst nannte. Also, Afrikaner hatten Kunst gemacht, ohne zu wissen, dass sie Kunst machten. Eigentlich, man kann da nur Kopf schütteln. Kein Wunder, dass ein 18-Jähriger hat gerade ihr Abitur gemacht, weiß sie nicht, ob Studium, Ausbildung und wenn es Studium, was soll man studieren. Aber eins ist sicher, er geht nach Afrika oder sie geht nach Afrika und kann Afrika retten. Wie gesagt, ein 18-Jähriger hat keine Schema, was sie studieren soll, was sie mit ihr Leben machen soll oder anstellen kann, will aber und glaubt, er kann Afrika retten. Dann kommt sie zurück, sie hat eine tolle Erfahrung gemacht. Mag sein, dass die Erfahrung toll war, dass das dir die Augen geöffnet hat. Aber ich denke mir, wirklich, für eine FSJ in Afrika, willst du dafür einen Nobelpreis? Wenn man die Menschen fragt, wenn du das Wort Afrika hörst, an was denkst du als erstes? Kriminalität, Krankheiten, Vergewaltigung, Kindersoldaten. Irgendwann mal kommt auch das Klischee vom wilden Afrika. Wilden Tieren, dann gleich folgt das Frage. Sag mal, wie ist es bei euch zu Hause? Lebt ihr eigentlich mit den Tieren zusammen? Ich meine, mit wilden Tieren zusammen. Ich bin eine Kenianerin und ich war und bin wahrscheinlich sehr rebellisch. Und solche Fragen, die ich als dumm und unverfroren betrachte, erwecke das freche, ungebeugte Kind in mir. Und ich möchte gleich sagen, oder eher gleich schreien. Ja, selbstverständlich. Weißt du, wir melken die Elefanten und schlachten die Löwen und Tigern. Aber Moment, dann denke ich,
Aber dann denke ich, Moment mal, es sind die Trophäejäger, die dorthin reisen, um die Schönheit der Natur und Tierwelt zu nix machen und dazu pausieren mit ihren Trophäen. Und in Afrika, welches Bild haben Afrikaner über Europäer? Dort werden keine Bilder von Obdachlosen in Deutschland oder in Europa gezeigt. Und es sind genügend. Keine zeigt die Bilder von Junkies, die irgendwo am Bahnhof kriechen und Drogen verkaufen oder kaufen. Keine zeigt Bilder von benutzten Nädeln, die am Kinderspielplatz rumliegen oder benutzte Kondome. Keine zeigt Zigaretten oder Bierflaschen, die am Kinderspielplatz rumfliegen. Es wird aber sehr wohl die dick aufgetragene Doku-Soaps, da wo stinkreiche Frauen und ihre Männer ihren Reichtum dauerhaft im Jagd feiern. Und genau wegen solcher Bilder machen sich Tausende von Afrikanern Jahr für Jahr auf dem Weg nach Europa. Und ja, natürlich, es ist unsere Schuld. Es ist die Schuld von derjenigen, der solche Bilder glaubt. Es ist genauso deine Schuld, wenn du solche Bilder von Afrika über Afrika glaubt. Für mich ist es so, als ob Media ein großes Kartell, die nur ein Ziel vor Augen hat. Und zwar Hirnwäsche. Es wird immer nur das eine Extrem oder das andere Extrem gezeigt. Es gibt auch Graubereich. Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Und ich wünsche mir, dass jede von euch sich damit beschäftigen kann, dass jede von euch ein bisschen in dem Thema einblicken kann, dass jede ihre eigene Meinung bilden kann, mit Offenheit und Verständnis. Das wünsche ich mir. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte Daumen hoch und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.